Servus, liebe Whisky-Freunde. Thema heute: Geschenkideen für Whisky-Liebhaber. Bis gleich nach dem Intro. Ja, was soll ich sagen? Weihnachten ist zwar schon lang vorbei, gell? Aber das Jahr ist ja noch jung und der ein oder andere Geburtstag steht dieses Jahr bestimmt auch noch an, bei euren Freundinnen und Freunden, die gern Whisky trinken. Valentinstag ist ja auch bald. Da kann es allerdings jetzt ein bisschen schwierig werden, vor allem wenn man Sachen online bestellt, dass das dann noch rechtzeitig kommt. Aber es gibt ja dann auch noch Ostern und ach, es gibt ja immer irgendein Fest, wo Geschenke hergehen werden. Jahrestage und was weiß ich nicht alles. Ja. Wir leben ja leider in einer Gesellschaft, in der gerade so Feste für Konsum natürlich optimal sind. Gell? Aber falls euch ein Lebensgefährte, Lebensgefährtin, euer Spätzl, euer Freundin, euer Oma, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester, Cousin, was weiß ich, wer nicht noch alles, gern Whisky trinkt, dann kann er eins immer brauchen und das ist ein Glenkernglas. Diese Gläser sind ideal zum Verkosten von Whisky. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Nosing- und Tastinggläser, aber mit einem Glenkern macht man eigentlich nie was falsch und die sind auch nicht sonderlich teuer. Muss ich auch sagen, da kostet das Stück online, aber auch wahrscheinlich bei den Local Dealer so um die 6, 7 €, vielleicht mehr 8. Ja, wenn man es vielleicht personalisieren lässt, irgendwie vielleicht da gerne mal 10, 12 €. Aber so ein ganz einfaches, schlichtes Glas, 6, 7 € gibt es auch oft im 6er-Pack. Ja, dann haben sie oft nochmal umgerechnet billiger für so 35 bis 40 €. Aber mit dem ist man immer gut dabei. Das zweite, was ich euch da empfehlen kann, das sind solche Untersetzer. Ja, meine haben jetzt beide irgendwie selbst gemacht. Das hier hat meine Frau gemacht. Da haben auch die Maltmates. Ja, das ist meine WhatsApp-Whisky-Gruppe mit meinen Freunden. Wir haben eine eigene Stickmaschine, da hat die das quasi selber aufgestickt. Den Spruch und auch den Ring da oben. Einfach als quasi Untersetzer fürs Glas, ja? Weil gerade bei neuen Flaschen, da verschüttet man auch gerne mal den einen oder anderen Tropfen. Und das hat ein Cousin von mir gemacht, der ist handwerklich ein bisschen begabter wie ich. Ja? Der hat das quasi aus einem Brettchen gemacht und hat das so entsprechend geschliffen, dass das ausschaut, als würde das von einem Fass aus war. Sieht man auch mein Namen hat er da, ich glaube, eingebrannt oder gedruckt oder wie auch immer. Whisky and Music, meine zwei großen Leidenschaften habe ich mir da drauf gemacht. Solche Sachen kann man allerdings auch online kaufen. Gibt es in ganz verschiedene, gibt es auch als Filzunterleger, gibt es von verschiedenen Distillerien und so weiter und so fort. Da kann ich euch jetzt quasi keine Preisrange nennen. Ja, ich schätze mal, das geht bei billigen Sachen so um die 10 € los und kann sie bis ins Endliche, hätte ich jetzt bald gesagt, raufschießen. Aber sowas ist auch immer ein cooles Geschenk, finde. Was eine Whisky-trinkenden Liebsten und Nächsten sicherlich von Messen kennen, sind solche Portionierer. Ja? Die haben aber ganz praktisch. Die gibt es auch in unterschiedliche Größen, muss man auch ein bisschen schauen. Beim Korken hätte ich jetzt mal gesagt, beim Stopfen. Weil ja natürlich nicht jede Flasche gleich oder jeder Flaschenhals die gleich große Öffnung hat. Der hier passt bei mir jetzt optimal auf diesen Sleeves Rye. Die gibt es auch als Set, kosten einzeln um die ja, also 6, 7, 8 €. Im Set werden es vielleicht dann 20 oder 25 € kosten. Und die haben halt echt praktisch, weil da kann man dann hier so portionieren. Ja, das war jetzt ungefähr wahrscheinlich 1 cl. Ja, nimmt man dann da
erst den Stopsel noch runter, damit man da noch eingießen kann. Und das nicht so macht wie und Hälfte dann verschüttet. Und dann kann man sich da locker flockig, ja, so ein Probierschlückchen einschenken. Finde ich eigentlich einmal ganz praktisch, gerade bei vier Tastings, ja, weil dann hat man es ein bisschen besser unter Kontrolle, wie viel das man so trinkt, weil da wäre dann doch gerne mal der ein oder andere Tropfen mehr drunter. Und dann übertreibt man es vielleicht nicht gleich. Ja, in diesem Sinne, das waren so meine drei Geschenkideen für Whisky-Liebhaber und Whisky-Liebhaberinnen. Ich werde jetzt mir diesen Slurs Rhino in aller Gemütlichkeit einflößen. Wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut. Bitte euch!